Geldanlage ist Vertrauenssache und so wundert es wohl niemanden, wenn die Investoren heutzutage genauer wissen wollen, wo und wie denn nun ihr Geld angelegt wird. Immer öfter gehen sie dabei auch zu einem Finanzdienstleister, wie zum Beispiel der Plutos Vermögensverwaltung AG. Und bei mir ist jetzt Vorstand Michael Scholtes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da sind, Herr Scholtes. Sie sagen, ein guter Vermögensverwalter ist wie ein Spitzenkoch. Wie meinen Sie das? Ja, ich bin privat selbst leidenschaftlicher Koch und ich finde schon, dass es da viele Parallelen gibt. Ich mache mal ein Beispiel. Der Spitzenkoch, der hat seine Rohzutaten, wie beispielsweise frisches Fleisch, Fisch, Gemüse, und muss dann aber noch die Kräuter, die Gewürze, Chili, Pfeffer, Salz, Thymian etc. mit in dieses ganze Gebilde packen, damit am Ende der Gast im Lokal einfach ein sehr leckeres, schmackhaftes Gericht vor sich stehen hat. Und ähnlich ist es bei uns ja auch in der Vermögensverwaltung. Wir haben das Rohprodukt Geld, was wir vom Kunden erhalten. Das vertraut er uns an und wir müssen dann schauen, dass wir dieses Geld in die unterschiedlichen Assetklassen investieren, in Aktien, Renten, Edelmetalle, Liquidität, Währung und so weiter, dass am Ende eine Rendite rauskommt, die auch eben dann dem Anleger schmeckt. Naja, aber apropos Schmecken, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich und nicht jedem schmeckt Fisch oder Fleisch und wir haben heutzutage auch viele Vegetarier bei den Kunden dabei. Wie stellen Sie also nun sicher, dass es jedem schmeckt? Ja gut, also wir haben natürlich im Erstgespräch mit den Kunden, da nehmen wir uns sehr viel Zeit mit dem Kunden, besprechen über die Anlagephilosophie, über die Anlagestrategie, wir reden über seine Risikobereitschaft, über den Anlagehorizont. Wir wollen einfach von dem Kunden erfahren, was ist ihm denn wichtig und was erwartet er von uns als Vermögensverwaltung von uns. Und dann haben wir ein Bild vom Kunden und können uns dann dementsprechend schnell auf eine Anlagestrategie mit dem Kunden verständigen. Und diese Zutaten werden dann nicht nur für den Kunden, sondern insgesamt auch für diverse Portfolien in eine gewisse Struktur gepackt. Wo setzen Sie dabei nun Ihre Schwerpunkte? Gut, also aktuell ist es so, wenn jetzt ein Kunde beispielsweise 100% Aktien wählt, sind wir nicht permanent mit 100% dabei, sondern wir sind praktisch wie auf der Autobahn. Sie fahren mit 140 km/h auf der Mittelspur, die Straße ist frei, keine Autos vor einem, da kann man auch mal bis auf 200 km/h beschleunigen. Und sobald vorne dann eine Kurve kommt, die ersten roten Lichter blinken, muss man dann vom Gas runter und langsam auf die Bremse gehen. Das Portfolio-Management ist für mich oder für uns in der Firma eine ganz entscheidende Größe. Wenn die Struktur im Portfolio nicht stimmt, dann wird man auch an der Börse einfach keinen Erfolg haben. Und von daher sind die Aufteilung in Aktien, in Renten und internationale Aktien, internationale Renten mit Währungen gepaart und auch Edelmetalle insgesamt betrachtet eine ganz wichtige Sache. Sie setzen dabei nicht nur auf die Dividende, die ja für viele Anleger auch sehr, sehr wichtig ist, Herr Scholtes, sondern auch auf einen historisch stabilen Kursverlauf der Aktien. Wie meinen Sie das? Haben Sie dafür mal ein, zwei konkrete Beispiele? Ja, gerne. Also wir haben, Dividende ist für uns auch wichtig, aber nicht ausschließlich. Wichtiger ist für uns bei der Plutos AG noch, dass die Aktie in den letzten Jahren einen historisch stabilen Kursverlauf aufweisen kann. Also gerade auch in Rücksetzerphasen, wo die Märkte eher gefallen sind, gibt es Aktien, die extreme Stabilität mit sich gebracht haben. Und diese versuchen wir rauszupicken. Wenn dieses Unternehmen dann auch noch eine gute Dividende zahlt, dann ist das für uns ein Kaufkandidat. Ich mache mal zwei Beispiele. Ein Beispiel VisaCard, der größte oder eine der beiden größten Kreditkartenherausgeber aus den USA. Extrem profitables Geschäftsmodell. Das bargeldlose Zahlen wird auch die nächsten Jahre weiter voranschreiten. Also das gute Voraussetzung für weiterhin gute Geschäfte und der Aktienkurs ist extrem stabil. Zweite Aktie ist die Firma Stryker, ebenfalls eine Aktie aus Amerika, aus dem Gesundheitssektor. Die Firma produziert künstliche Hüftgelenke, Kniegelenke, Schultergelenke. Die Menschheit wird immer älter. Die Menschen brauchen dann auch im Alter einfach ihre neuen Ersatzteile, wie wir das bei den Autos ja auch kennen. Und das sind Unternehmen, die eine extreme Stabilität vom Kursverlauf her mit sich bringen und eine Dividende zahlen. Und das ist für uns wichtig. Abschließend, welche Zielgruppe, welche Anlegerschaft wollen Sie mit all diesen Ideen und Investmentansätzen ansprechen? Bei der Plutos AG gibt es Privatanleger, Unternehmer, Stiftungen, die einfach Wert darauf legen, Qualität im Depot abgebildet zu bekommen und ein aktives Depotmanagement von uns zu bekommen. Und das ist bei der Plutos AG gegeben und das ist unsere Zielgruppe, die wir ansprechen. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg. Michael Scholtes war das von Plutos. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank.